Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, das einigen wahrscheinlich nicht gefallen wird. Ich kündige es gleich an. Aber ich habe ein Muster festgestellt von insbesondere Frauen, die mir etwas in Bezug auf ehrliches Mitteilen und Jesus geschrieben haben. Und das finde ich sehr interessant, das einmal zu beleuchten, was da genau vor sich geht. Und wenn du sehr mit religiösen Figuren identifiziert bist, dann rate ich dir, dieses Video eher nicht anzuschauen. Gleichzeitig möchte ich betonen, dass ich auch Unterstützung und auch Anerkennung auch sogar aus den Kirchenstrukturen bekomme, von teilweise, ja, hochrangig wäre jetzt übertrieben, aber von Menschen mit einer gewissen Position in diesem System, die auch realisiert haben, dass es irgendwie um Trauma geht. Also ich will damit nur zum Ausdruck bringen, dass ich auch mit dieser Struktur im Austausch bin. Worum geht's? Es geht um typische Mails, die mich erreichen, die sinngemäß ungefähr so lauten. Ich habe eine Zeit lang EM gemacht, also ehrliches Mitteilen, habe vielleicht sogar eine lokale Gruppe geleitet, war toll, wunderbar. Aber jetzt habe ich Jesus gefunden und ich habe mich voll und ganz zu Jesus bekehrt. Heilung und so weiter kann es nur und ausschließlich durch ihn geben. Ich gebe mich ihm voll hin und da passt das ehrliche Mitteilen nicht mehr rein. Beim ersten Mal war ich noch ein bisschen amüsiert darüber und habe mich aber auch gefragt, nur kurz, was da jetzt in der Psyche vorgegangen ist oder was derjenige erlebt hat. Und da sich das jetzt wiederholt einige Male, habe ich gedacht, das muss ich mir doch mal genauer anschauen, was da eigentlich los ist. Also da machen Menschen ehrliches Mitteilen und wahrscheinlich haben die Erfahrungen gemacht von einem erweiterten Bewusstsein, wahrscheinlich ein bisschen oder zumindest von starker Regulation. Und natürlich ist dann die Tendenz oder kann es einfach sein, dass der Verstand rückwirkend ein Objekt oder eine Struktur, eine Erklärung dafür erzeugt, findet oder eben mindestens sucht, um das sozusagen wieder in seine Struktur, sein System einzubinden, damit er eben nicht die Kontrolle verliert, damit das, was im ehrlichen Mitteilen dann passiert, zwangsläufig, nicht außerhalb der Struktur und der Kontrolle dieses Egos oder dieses Verstandes ist. Also kann es, wie gesagt, auch sein, dass sich sowas rückwirkend bildet, dass sich das System rückwirkend eine Schublade künstlich baut, um das einsortieren zu können, um das Gefühl einer Identität aufrechtzuerhalten, um im Bereich der Form und Erscheinungen zu bleiben oder verhaftet zu bleiben, müsste man sagen. Weil das ehrliche Mitteilen führt zur Ausweitung, ja, zur Grenzenlosigkeit, zur Erfahrung von Weite, von eben nicht mehr getrennt sein, verdichtet. Ja, das ist das, wo das hinführt. Und das ist für den Verstand nicht nur unangenehm oder beängstigend, sondern da wehrt er sich halt dagegen. Und wenn ich jetzt eben sozusagen damit beginne, dann weiß der Verstand ja nicht, was da kommt. Der hält sich an die Regeln, ja, und diese Regeln sozusagen führen dazu an ihm vorbei, ja, dass er das Witzige am ehrlichen Mitteilen auf eine Art, dass der Verstand es erstmal toll findet und dann macht der das und das führt dazu, dass er eben transzendiert wird, sagen wir vielleicht mal so. Und das gibt es auch oder hört man auch in anderer, sozusagen in anderer Verpackung zum Beispiel, dass jemand dann sagt, oh, also während der lokalen Gruppe zum Beispiel, oh, jetzt, ups, jetzt passiert irgendwas, das wollte ich gar nicht oder so, ja. An all dem sieht man, dass das ehrliche Mitteilen, wenn man es korrekt und präzise und vollständig ausführt, genau das macht, was es machen soll, was ich sozusagen versprochen habe, nämlich dieses Ego zu transzendieren einfach. Aber kommen wir zurück zu Jesus. Wenn jemand ohnehin schon identifiziert ist mit diesen Strukturen, mit religiösen Figuren, Jesus, der Kirche und so weiter, dann kann es eben sein, wie gesagt, dass das rückwirkend greift, um eben diese Struktur
aufrechtzuerhalten. Also kann es sein, dass jemand dann sagt in der Folge, ich habe Jesus gefunden und ich gebe mich dem ganz hin und Heilung kann nur dadurch erfolgen. Das ist wie so, das ist alles Spekulation, was ich jetzt sage. Ja. Es kann sein, dass die Energie, die frei wurde durch das ehrliche Mitteilen, dass die dann sozusagen in dieses Konstrukt wieder verengt wird, ja, statt in dieser Weite zu bleiben und sich von dem ganzen konzeptuellen Denken und Verstandesaktivitäten einfach zu lösen, eben diese Energie wieder da rein kanalisieren. Und dann kommt es zu so einer Identifizierung mit einem Objekt und einer Struktur und einer Form. Und dann sage ich, ja, das kann nur dadurch passieren. Aber interessant ist ja dabei, dass was diejenigen dabei vielleicht nicht merken oder ihnen nicht bewusst ist, ist, dass wenn sie von Jesus reden, wovon reden sie denn da? Von einem Konzept, von einer Idee. Weil Jesus ist sicher nicht physisch erschienen, selbst wenn er als Lichtgestalt erscheint, ja, ist er ja nicht dauerhaft abrufbar, sage ich mal. Also man kann keine Beziehung zu Jesus auf der Ebene von Realität und Erfahrungen herstellen. Also nicht im Sinne von, ich kann jetzt mit dem reden, direkt physisch. Und alles, was dann darüber hinausgeht, im Geistigen, ja, da ist ja nicht klar, ob das, ist das denn Inhalt meines eigenen Geistes? Rede ich mit Dingen, die ich in meinem eigenen Geist selbst erzeuge? Also aus meiner Sicht wird da Energie mit einem Konzept gebündelt, verengt, das da lautet, Jesus ist die Lösung und nur Jesus ist die Lösung. Und damit ist der Deckel wieder zu. Und natürlich machen dann die Menschen die Erfahrung, früher oder später, dass das Anbeten eines Konzeptes ihnen nicht hilft und dass es nirgendwo hinführt. Außer zu noch mehr Verwirrung. Wenn ich mich jemandem ganz hingebe, dann sollte ich es doch einem realen Menschen machen, zum Beispiel meinem Partner oder meiner Partnerin. Das hätte zumindest dann in jedem Fall starke Prozesse zur Folge und in jedem Fall auch eine Art von Transformation. Aber sich ganz und gar einem Konzept hinzugeben, was ja nur im eigenen Verstand erzeugt worden ist und dafür die reale Erfahrung von realem vertiefendem Kontakt, zum Beispiel in einer lokalen Gruppe, aufzugeben, das ist ein bisschen schade. Und natürlich kommt da auch die Biologie des weiblichen Organismus rein. Ja, die weibliche Energie ist Hingabe. Das ist letztlich Hingabe an den männlichen Pol, aber nicht im Sinne einer Unterwerfung, sondern im Sinne einer Offenheit und Passivität und Ausgerichtetheit, was jetzt Männer oder der männliche Aspekt eben so nicht ist. Ja, da kommt das alles zusammen und wird dann mit religiösen Strukturen und Konzepten und Bindungserfahrungen, das wird zu einem einzigen Mix und dann kommt eben so eine Mail raus. Ja, EM passt nicht mehr zu meinem Konzept von Jesus. Tja, so ist das. So sind die Tricks des Verstandes. Und es gibt, wie ich ja inzwischen gelernt habe, unendliche Möglichkeiten des Verstandes, aus dem realen Kontakt und der Erfahrung, die damit zusammenhängt, zu flüchten. Und das mit Jesus ist eine Flucht. Das ist die Flucht vor der Erfahrung und Transformation mit realen Menschen hin zu einem Konzept in der Isolation. Weil da brauche ich ja keine, ich brauche ja, die Aussage davon ist ja letztlich, dass ich keine anderen Menschen brauche, weil ich habe ja Jesus. Was soll ich da noch mit anderen Menschen? Da kann ich mich im Zimmer einschließen und Jesus alleine rettet mich. Wir brauchen niemanden sonst. Das ist aber nicht die Realität unserer Biologie. Diese Körper-Geist-Systeme brauchen andere Körper-Geist-Systeme für den Austausch, damit es denen gut geht. Ja, und ich sehe meine Arbeit nicht im Gegensatz oder entgegen der Lehre von Jesus, eigentlich nicht. Im Gegenteil, ich habe ja sogar ein
Bibelvers in meinem Buch, der Wagesschlüssel, abdrucken lassen. Ja. Wenn zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, bin ich mitten unter ihnen. Das ist der Kern, die Kernaussage des ehrlichen Mitteilens. Damit erfahren wir, dadurch erfahren wir, was Licht ist, was Liebe ist. Dadurch können wir das erfahren. Und ich habe selber in einer lokalen Gruppe mit Menschen, die ich schon länger kenne und die das sehr gut können, also wo sehr viel Routine da drin war, habe ich selber erfahren, wie mein eigenes Nervensystem so weit zur Ruhe gekommen ist, dass ich feinstoffliche Ebenen und jetzt wie sagen wir es, Wesen aus höheren Dimensionen in dem Raum wahrgenommen habe. Aber das schließt sich gegenseitig ja nicht aus, sondern das unterstützt sich gegenseitig. Also mir liegt es fern, Menschen von Jesus abzubringen. Ich will nur das als Beispiel mal nochmal beschreiben, wie trickreich der Verstand ist und dass ehrliches Mitteilen nicht im Gegensatz zur Religion steht. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Es unterstützt das. Es unterstützt religiöse und spirituelle Praxis.